Herzlich willkommen bei Reisemobile Dülmen. Mein Name ist Michel Kumbrink. Ja, wir hatten es ja schon mal angedeutet, dass wir eine neue Marke im Programm haben. Das ist die Marke Ranger, die gehört zur Trigano-Gruppe. Heute würde ich euch gerne mal den R550 vorstellen. Da ist der Name natürlich Programm, 550, weil der Wagen knapp 5,50 Meter lang ist. Ja, das ist schon der Multijet von 22, also der Multijet 3, der Fiat mit 140 PS, Modell 22. Würde ich gerne mal sofort drauf eingehen. Weil es gibt nämlich endlich mal schöne Schlüssel mit einer vernünftigen Ösi oben dran, die nicht immer gleich abreißt. Visuell ist er ja deutlich schöner als der alte. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Auto mal an. Kommt mal mit. Ja, hier steht es draußen dran. Multijet 3, 140 PS, kann man sehr, sehr gut erkennen. Ist auch irgendwie ein neues Logo. Das Fahrzeug ist überarbeitet worden, zeige ich euch drin gleich auch nochmal, der Fiat. Ja. Hier sehen wir halt, wir haben ein kleines, kompaktes Fahrzeug, welches sehr, sehr hoch ist. Auf die Maße gehe ich gleich nochmal ein. Wie gesagt, kleines Fahrzeug. Wir sind hier deutlich unter 6 Meter mit 5,50 Meter. Und ja, Markise ist dran, ist von Thule in Schwarz gehalten. Wir haben außen eine schöne LED-Leuchte über der Tür. Ja, große Schiebetür. Was fällt hier auch auf? Rahmenfenster. Ranger verbaut alle Kastenwagen mit Rahmenfenster. Mir gefällt es sehr gut. Die sind dunkel, passen super in das weiße Auto rein. Ja, wir haben eine lange, lange Zeit lang gar nichts. Lange ist natürlich übertrieben. Hier kommt unser Landstrom. Ja, 230 Volt einspeisen. Kennen wir auch alles, handelsüblich. Gut, wir sind schon am Heck. Ja, jetzt sehen wir, das ist ein bisschen anders aufgebaut als die meisten anderen Fahrzeuge. Wir haben hier ein Hochdach. Rückleuchte ist oben mit Rückfahrkamera verbaut. Wir haben eine Leiter und oben haben wir so schöne Bügel. Das heißt, ich könnte oben rein theoretisch noch eine Transportbox oder irgendwas noch aufbringen. Warum brauchen wir das? Weil dieses Fahrzeug hat halt einen speziellen Grundriss. Ah, zu, machen wir eben auf. Sorry. Immer aufpassen, ne? Kollisionsgefahr. Ja, wir sehen schon, hier hinten gibt es fast keinen Stauraum. Einzigen Staufächer, die wir hier haben, sind hier unten drei kleine Fächer. Da kriege ich sicherlich einen Tisch oder Stühle oder irgendwas rein. Man kann den Tisch von innen auch nach außen bauen. Das heißt, ich bräuchte rein theoretisch nur zwei Stühle da unten reinbauen, reinlegen. Ja, und wenn wir noch ein paar Sachen haben, die wir mitnehmen müssen, ja, sind alle da unten. Die Tedford-Kassette befindet sich hier. Ist ein bisschen, ja, komisch angebracht, wenn ich mal so sagen. Warum ist das so? Die Toilette befindet sich hier. Man kann die Kassette rausziehen und holt sie sich raus. Das ist auch handelsüblich. Ihr kennt meine Videos. Ja, ich brauche es nicht erklären. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ja, Toilette befindet sich hier mit in der Dusche. Ist eine 2-in-1-Lösung. Es funktioniert. Man sieht, man kriegt es ohne Probleme rein und raus. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es voll ist, müsste man einfach mal testen. Hier befindet sich dann die Elektrik von dem Fahrzeug. Der Batterietrennschalter ist hier, der Hauptschalter vom Fahrzeug ist hier. Dort unten sind die Batterien verbaut. Ja, was ist der Vorteil bei dem Wagen? Wenn man mal auf dem Töpfchen sitzt und möchte gerne im Freien sitzen, ist das machbar. Finde ich persönlich interessant, nenne ich es mal liebevoll. Ansonsten, es ist immer eine Außendusche verbaut. Ich kann den hier drehen, ziehe den Schlauch raus und ihr seht, ich kann mich auch mal draußen abduschen. Ist auf jeden Fall sehr cool gelöst. Ihr wisst, ich feiere das immer bei den Kastenwagen, wenn da Fenster drin sind und man den Wasserhahn oder den Duschkopf aus dem Fenster halten kann und dort halt ein bisschen sich draußen abkühlen kann, wenn es mal extrem warm ist. Der Vorteil ist, wenn ich hier dusche, ich stehe sehr wahrscheinlich wild dann, sage ich mal, wenn ich die Tür auf habe, ich kriege die Luftfeuchtigkeit halt sehr gut aus dem Auto raus durch die große Tür. Ist einfach ein Mehrwert. Ob man das wirklich in der Realität macht, dass man da irgendwo drin steht und duscht und hinten die Türen auf hat. Weiß ich nicht. Müsste man einfach mal gucken, ob sich das so ergibt. Grundsätzlich ist es aber so, stellt euch vor, ihr seid irgendwo am Fjord, wart da ein bisschen Stand-Up-Paddling machen, seid ins Wasser gefallen, könnt ihr euch mal draußen abduschen oder auch drinnen abduschen. Ja, ist interessant. Ne? Ja, der geschulte Zuschauer wird den Grundriss sicherlich auch erkennen. Ne? Das gibt es auch von mehreren Herstellern in der Trigano-Gruppe. Jetzt ist es halt von der Marke Ranger. Ja, wir gehen einfach weiter. Ah, Abwassertank. Der findet sich hier hinten am Heck unten drunter. Oben ist ein roter Hahn drauf. Einfach aufdrehen, wird das Wasser unten abgelassen. Ja, da ist der Abwassertank leer. Die Leiter hatten wir gerade schon erwähnt. Hier sehen wir nochmal die schönen Rahmenfenster. Ja, hier haben wir den Gaskasten. Der befindet sich außen. Wir haben hier so eine, ich sag mal liebevoll, Flügeltür. Einfach Pin rein. Ja, kann ich auch mal, wenn es regnet, mich in Trocknen stellen. Große Flasche passt rein, nachrüstbar, ihr kennt das, meine Sprüche. Monokontrol ist gar kein Problem, können wir jederzeit nachrüsten. Warum ist da nur eine Flasche drin? Kann ich direkt zeigen. Hier haben wir unsere Truma-Therme hinter oder unsere Truma-Heizung. Diese kleinen Schlitze hier. Ja, das ist eine Dieselheizung. Daran kann man es immer sehr gut von außen erkennen.
Dieselheizung, eine Gasflasche reicht. Gut. Ich glaube, Ranger baut doch alle Kastenwagen mit Dieselheizung. Immer Kompressorkühlschrank und Dieselheizung. Bei diesem Fahrzeug ist auch eine Solaranlage auf dem Dach oder ein Solarpanel mit 120 Watt. Zeigen wir euch gleich aber auch nochmal, wenn wir mit der Drohne ums Auto fliegen. Pin wieder runter, einrasten, zumachen. Ja, man kann es dann abschließen, dann ist es zu. Frischwasser füllen wir hier ein. Kennen wir auch, ne? Handelsüblich, Wasser rein, bis er voll ist, fertig. Auch hier ganz normal Diesel und AdBlue, kennen wir auch von dem Fiat. Aufs Fahrzeug gehen wir gleich nochmal gesondert ein. Wie gesagt, der ist schon das Modell 22. Fiat hat ja groß angekündigt, dass es ein Update gibt. Das Update ist in diesem Fahrzeug drin. Können wir uns ja hier auf jeden Fall vernünftig angucken. Wir gehen rein. Auch hier kennt ihr meine Sprüche. Das sollte Standard sein. Ja, hier sehen wir schon eine silberne Schiene. Und dort sehen wir einen Tisch. Ich werde das jetzt in dem Fall mal machen, dass ich den mal raushole. Ich fahre einmal die Trittstufe aus. Wir haben hier eine schöne große breite Trittstufe. Und schon ist der Tisch nach draußen gebaut. Gut, kontraproduktiv. Die kriege ich dann natürlich nicht mehr zu. Aber ich habe hier draußen einen Tisch, den ich immer mitführen kann. Ich brauche nicht separat einen Tisch. Ich habe das bewusst einmal rausgeholt, weil wir jetzt hier drin gleich ein bisschen Platz brauchen. Wir sehen hier eine schöne große Rückbank. Es fällt auf wie bei anderen Kastenwagen. Wir haben eine große Sitzfläche, schöne Rückenlehnen. Man kann dort ein Bett rausbauen. Das ist das Schöne an diesem Fahrzeug. Es ist ausgelegt für 4 Personen. Ich möchte noch mal erwähnen, wir sind bei 5,50 Meter. Also ein Fahrzeug deutlich unter 6 Meter für 4 Personen. Wir haben hier hinter noch ein kleines Staufach. Wir haben hier ein Staufach. Ich meine, wir können hier drunter unter der Bank auch noch was transportieren, wenn wir es möchten. Ja, da ist das gleiche Staufach von oben. Dort sehen wir auch unsere Therme sitzen, falls wir da mal dran müssen. Ja, diese Verriegelung, es ist im Grunde ein Spiegel, der hier reingeht, ziehe ich nach hinten und dann kann ich das ganze Ding einmal ausklappen. Und jetzt sehe ich schon, da hinten fallen schon diverse Sachen um. Ich habe ein Brett mit rausgezogen. Hier kann man es auch noch mal sehen. Auflagefläche. Daneben ist noch mal ein Polster, damit das hier abdecken kann. Wir klappen den dann um. Ja, zu weit. So. Ups, kann man nicht hinfallen. Dann die Kopfschützen erst raus natürlich. Kopfschützen kommen dann hier rein. Ja, war richtig so rum. Und schon ist dieses Bett fertig gebaut. Hinten die Polster verlegen. Man hat halt ein schönes, großes, breites Bett. Also ihr habt gesehen, ich habe es jetzt, glaube ich, das zweite Mal gemacht. Beim ersten Mal war es noch ein bisschen hackelig, aber beim zweiten Mal geht es schon deutlich besser. Es ist ein Bett für 2 Personen. Wir können dort der Länge nach schlafen. Das müssten über 1,90 sein, die Breite knapp 1,40. Aber wie gesagt, das sage ich euch gleich im Abspann nochmal genau die Maße von dem Fahrzeug und von den Betten. Ja, bisschen außer Atem, ne? Aber gut, der Tisch ist draußen. Da ist natürlich die Frage, was mache ich mit dem Tisch, wenn ich das Bett umbaue? Den muss ich natürlich irgendwie beiseite packen. Den kann ich jetzt natürlich nicht gebrauchen. Da müsste ich den halt, wie gesagt, irgendwie draußen stehen lassen über Nacht. Ja, ansonsten ist es halt ein schönes, großes Bett. Wir bauen es wieder zurück. Aber das braucht der Kollege nicht filmen, ihr habt es ja gesehen. Machen wir kurz einen kleinen Cut. Ja, ich habe das Bett wieder zurückgebaut. Ich hatte gerade schon gesagt, das ist eine sehr, sehr breite Sitzfläche. Man sitzt hier echt, ich will nicht sagen Lümmelcouch, aber es kommt schon sehr nah. Wir haben ja auch ein paar Armlehnen noch, dass wir uns hier auch vernünftig hinsetzen können. Wie gesagt, wenn der Tisch noch hier ist, sitzen wir sehr bequem. Da unten ist eine kleine Klappe, möchte ich auch gerne einfach mal erwähnen. Man kommt super an die Pumpe dran. Vor der Pumpe sitzt auch noch ein kleiner Filter. Wir wissen ja, wenn wir das Auto winterfest machen, müssen wir diesen kleinen Filter, wenn der vorhanden ist, ne, ist bei Hersteller zu Hersteller auch anders, aufdrehen, dass halt das Wasser aus dem kleinen Filter auch raus ist. Wenn man den aufdreht, da kommt man halt sehr, sehr gut dran. Der Ablasshahn ist hier auch drin versteckt vom Frischwassertank, dass ich hier das Wasser auch ablassen kann. Sollte mal was mit der Pumpe sein, kann ja durchaus mal passieren, komme ich hier auch sehr, sehr gut dran. Klappe zu. Ja, hier haben wir den Deckel für den Frischwassertank. Das heißt, ich kann den auch aufmachen und ausgasen lassen. Das heißt, ich komme hier auch gut dran. Das ist halt ziemlich tief verbaut in dem Fahrzeug, aber bauartbedingt kann der eigentlich auch nur hier hin. Ja, ich bin jetzt im Heck des R55. Ja, wir sehen, die hat eine Heckküche.
Was halt hier auch auffällt, ich bin knapp 1,80, sag ich mal wohlwollend, aber ich habe genug Kopffreiheit, ich stehe aufrecht gerade und ich habe Bewegungsfreiheit. Dann haben wir Ablagefächer überall. Hier unten ist ein schöner großer Kühlschrank, ein Kompressorkühlschrank. Ich sagte gerade, Ranger verbaut nur Kompressionskühlschränke und auch Dieselheizung im Kastenwagen. Wir haben hier unsere Spüle, handelsüblich, und wir haben hier hinten unseren Drei-Flammenherd. Für den Kastenwagen Drei-Flammenherd, auch selten, wir kennen das ja, meistens haben die nur zwei Flammen, hier haben wir drei Flammen. Ja, hier sieht man halt auch, was ich meinte, man hat halt hier alles auf, es kommt frische Luft rein, es ist halt ja sehr, sehr luftig, es ist eine Luftzirkulation da, sehr, sehr angenehm. Hier sind auch unsere ganzen Bedienpanels. Wir haben ja das handelsübliche schwarze Bedienpanel, das sagten wir ja schon mal, hatten wir in anderen Videos auch erwähnt. Und wir haben hier ein CP Plus verbaut. CP Plus, ja, ist glaube ich auch hier im Begriff, kann man mit ja, arbeiten, wie man möchte. Heißwasser, Heizung, Ventilator, Standheizung kann man ein- und ausschalten. Wann soll die starten, wann soll die ausgehen? Zeigen wir gleich aber auch nochmal in Großaufnahme. Ja, hier oben haben wir unsere Zwangsentlüftung. Das darf man, also muss man immer erwähnen. Man sieht ja halt diese Rillen und Ritzen in dieser Dachhaube, in dem Heki. Das ist halt eine Zwangsentlüftung. Du brauchst das Fahrzeug einfach, weil wir ja hier mit Gas arbeiten. Wenn alle Türen zu sind, ist das halt Vorschrift. Ja, ich befinde mich jetzt im Bad. Ihr seht, die Stehhöhe geht so gerade eben. Ich habe hier ein bisschen Versatz drin. Wenn ich hier in der Dusche stehe, habe ich halt ja, gute 10 cm, würde ich sagen, noch Luft nach oben hin. Wenn man halt deutlich an die 2 Meter kommt, wird es sehr wahrscheinlich sportlich hier drin. Ja, kleines Waschbecken, Toilette, Tedford, handelsüblich, Drehbar. Ja, einen Spiegel haben wir hier auch drin. Tageslicht, Badezimmer mit dem Fenster. Ja, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel zu erzählen. Ist mit beheizt, wenn die Heizung an ist, kriegen wir hier auch warme Luft rein. Ansonsten, wie gesagt, hier erwähnt es immer wieder gerne. Wer möchte, kann sich gerne hier hinsetzen und in die weite Ferne schweifen. Und ja, wenn man da sitzt, halt seine Sitzung hält, ja, ein bisschen Panorama genießen. Wie gesagt, ich sage ja, man kann im Freien sitzen. Ihr seht das von da aus, man kann durchgucken bis zum Fjord oder bis zu unseren Mietfahrzeugen da hinten. Ja, wir haben eine schöne große Dusche hier drin. Wir arbeiten hier mit einem Duschvorhang. Muss man mögen. Ne? Duschvorhänge ist ja immer so ein bisschen, haben ja so ein bisschen schlechten Ruf. Aber gut, bevor man alles nass spritzt oder so, kann man vielleicht auch besser einen Duschvorhang benutzen. Ja, jetzt sehen wir hier eine kleine ominöse Leiter. Wir haben hier oben ein zweites Bett versteckt. Und zwar ein Hubbett. Das funktioniert elektrisch, das können wir runterfahren. Da können auch mal zwei Leute schlafen. So, unterste Position vom Bett. Ich gehe jetzt mal ans Bedienpanel und schalte mal einmal das Licht ein, damit wir hier oben auch mal ein bisschen Licht bekommen. Zack, zack. So, jetzt können wir da hinten hingehen und dann an den Lichtschaltern da oben Licht einschalten. Wir haben links und rechts zwei kleine Lämpchen. Und man sieht halt, man hat hier auch ein schönes großes Bett. Dieses Bett ist auch mindestens 1,95 lang. Breite würde ich sagen, ist es knapp 1,40. Wie gesagt, im Abspann werde ich nochmal genau sagen, welche Maße es hat. Wir haben links und rechts zwei Fenster. Wie gesagt, man geht über die Leiter hoch. Legt sich dort rein. Dann gibt es natürlich auch wieder unsere obligatorischen Rausfallnetze. Die sind hier auch drin. Ne? Kann man die oben nach festmachen. Ich meine, ich weiß was nicht, wie man die hinten rausfallen will. Aber gut, haben ist besser als brauchen. Ja, fahren wir das Bett wieder hoch. Einmal gucken. Zack. Ja, das fährt elektrisch. Das fährt auch leicht. Ja. Zack. Sehen wir halt maximal 160 Kilo. Das heißt, ich darf da alleine drin schlafen? Nein. Also wie gesagt, das ist halt ein Bett, was man halt gucken muss, dass man da nicht übertreibt mit der Gewichtsangabe. Unter 3 Jahren sollte man die auch nicht drin. Ist halt Herstellerangaben. Das ist meistens ausgelegt für mehr, aber bis 160 Kilo ist es definitiv sicher. Ja? Wir haben hier auch einen Spiegel an der Tür zur Toilette hin und hier haben wir unseren großen Kleiderschrank. Kläppchen auf, aufmachen. Ja, es ist wirklich ein großer Kleiderschrank für so ein kleines Auto. Ist natürlich die Frage, wenn ich mit 4 Leuten fahre, reicht der Platz aus? Ich habe hier Schränke, ich habe dort vereinzelt noch überall Schränke, die ich vollpacken kann. Hier unten drunter hatten wir noch ein Staufach. Ich denke, es ist sportlich, aber ja, Campen hat auch immer ein bisschen was mit Kompromisse zu tun. So, ich bin jetzt im Fahrer- und Beifahrerbereich des R550. Ich erwähnte schon, der Fiat ist halt der Multijet 3, das ist das 22er Modell. Ihr seht, es hat ein Update gegeben. Wir haben das gesondert in einem extra Video, sind wir extra nur auf diesen Fiat eingegangen. Das könnt ihr euch natürlich nochmal anschauen. Jetzt ist es so, bei dem Auto, das ist ein Ausstellungsfahrzeug, der ist extra für die Messe in Düsseldorf hier hingeliefert worden. Wir dürfen den vorab schon mal filmen und schon mal zeigen. Deshalb, es sind in diesen Fahrzeugen Verdunklungsplissés verbaut. Jetzt ist es leider so, dass der nicht rechtzeitig fertig wurde zur Messe, weil das wohl nicht lieferbar war. Deshalb sind die Verdunklungsplissés hier nicht drin. Das ist leider ein bisschen schade,
Aber gut, zur Ausstellung auf der Messe, wenn man den bestellt, gibt es verschiedene Premium-Pakete für den Ducato. Da ist sowas dann auch alles mit drin. Ja, Fiat an sich, ja, hat ein Update bekommen. Man sieht's. Ich feiere immer wieder diese große Schublade, dass sie wieder hier da ist. Die war halt die ganze Zeit weg. Man hatte eine kleine Ablage, die man irgendwie nicht nutzen konnte. Und jetzt ist die große Schublade wieder da. Und da ist halt der USB-Anschluss drin und alles. Wir haben halt Radio, Navi, ist alles schon mit drin in diesem Fahrzeug. Hier ist ein DAB-Radio. Man hat, ich müsste hier lügen, ich will mir nichts weiter aufwenden, aber ich glaube Apple CarPlay und sowas ist zum Beispiel auch alles da schon mit drin. Ja, man bedient das Radio von hier in der Mitte. Das ist halt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es hat keinen einzigen Knopf. Das macht es natürlich visuell unheimlich schön. Aber wie gesagt, das ist halt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hier drüber alles ein- und auszuschalten. Und dann hat man halt schön die Touchfingerchen da drauf. Aber das ist halt Stand der Technik. Das ist im Moment halt so. Und ja, wir sehen hier eine große Kiste. Dieses Fahrzeug hat noch ein paar, ja, wie sagt man, Assistenten. Also Spurassistent hat der, Regensensor und so. Das sind halt schöne Sachen. Wie gesagt, wir gehen aber in einem gesonderten Video nochmal komplett auf den Fiat ein. Ja, so die Liegeflächen von diesem Hubbett. Wir haben oben ein 1,95 Länge mal 1,50 Breite. Und hier unten haben wir knapp 1,90 mal knapp 1,30. Also sind schon zwei große Betten für so ein kleines Fahrzeug. Wir haben 100 Liter Frischwasser in diesem Fahrzeug. Wir haben einen knapp 110 Liter Kompressorkühlschrank. Also wir sind eigentlich sehr, sehr gut ausgestattet. Wie gesagt, 5,50 Meter Länge für so ein kleines Fahrzeug. Alles andere, das Premium-Paket ist hier mit drin. Das ist also Fliegengitter. Wir haben eine Markise, einen Fahrradträger. Wir haben ein 120 Watt Solarpanel auf dem Dach. Wir haben eine Lithium-Ionen-Batterie. Das Premium-Paket beinhaltet 90 Liter Dieseltank. Ich muss mal einmal drauf schauen. Ja, ein Ladebooster ist auch verbaut. Dieses Premium-Paket liegt um die 6.000 Euro. Das gibt es halt bei dem Ranger im Moment als Angebotspreis, weil die auf den deutschen Markt möchten, für knapp 1.300 Euro. Ich denke, für das Geld kann man sich das einfach gönnen und einfach ein fertiges Fahrzeug haben. Man hat halt dann komplett, wenn dann noch irgendwas fehlen sollte, ich sage jetzt wie die Monocontrol, ist natürlich die Frage, ob man die braucht dann, wenn man so einen Kompressor-Kühlschrank hat. Ja, dann kann man das natürlich nochmal nachrüsten. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir gehen nach draußen, ja, machen noch den Abspann. Ich erkläre ein bisschen was zum Preis, Länge, Höhe, Breite. Ja, der R550, ich habe echt zu viel versprochen. Ein kleines, kompaktes Auto für 4 Personen. Wir haben 2 große Betten, die an die 1,90 kommen. Eins ist 1,50 Meter, eins ist 1,30 knapp. Also sind Riesenbetten für so ein kleines Auto. Wir reden von der Länge, 5,48 Meter ist der, die Breite 2,10 Meter, hoch ist er knapp 2,80. Wir haben hier den Multijet 3 mit 140 PS. Ja, ich finde, der passt super in unsere reisemobile Dülmenfamilie, weil er genau das abdeckt, was die anderen Hersteller bis jetzt noch nicht hatten. Klein, kompakt, für 4 Personen, phänomenal. Ja, das Fahrzeug geht bei 62.990 Euro los. Mit den ganzen Paketen, die ich euch alle schon aufgezählt hatte, sind wir hier bei knapp 70.500 Euro in diesem Fahrzeug. Da sind halt Alufelgen mit drin. Wie gesagt, man hat ein Update auf 140 PS und. Noch stehen die Fahrzeuge hier, die könnt ihr euch gerne anschauen. Ansonsten sind die auch in Düsseldorf auf der Messe. Könnt ihr euch die da auch anschauen. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns. Schreibt gefällt mir oder irgendwas. Anregungen, Kritik. Lesen alles gerne, gehen auf alles gerne ein. Ja, bis dahin, wir sehen uns. Euer Michel Kumbring. Ja, wenn ihr hier klickt, könnt ihr euch nochmal den Fiat anschauen, den Multijet 3, Modell 22. Hier unten ist unser Kanal, wenn ihr uns abonnieren oder liken wollt, hier unten klicken. Und hier könnt ihr euch noch ein anderes Video von einem anderen Ranger anschauen.